Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 4 meines Let's Plays zu Dark Souls 2. Und freue ich mich jetzt auf den Teil, weil ich werde hier jetzt endlich mal schauen, was es noch alles so zu entdecken gibt. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, insofern habe ich ein paar Sachen schon im Kopf, die ich gerne mal abgehen würde. Und aber zuerst einmal habe ich ja im letzten Teil gesehen, dass ich ein Schild habe. Insofern werde ich das jetzt direkt mal ausrüsten. Ja, ich habe es ausgerüstet, okay. So, na also. Ja, jetzt fühle ich mich sicherer. So. Oho, eine Truhe. So, öffne dich. So, was haben wir da? Eine rostige Münze. Das ist doch super, da haben wir jetzt schon mal zwei davon. Können wir bestimmt irgendwo für gebrauchen. So. Weiter geht's. Aha, hier ist zu. Das ist eine Tür und ein Hebel. Den werden wir uns doch direkt mal hier vorknöpfen. So. Genau. Schön breit halten. So, okay, noch ein Hebel. Das ist wahrscheinlich für den Rückweg. Lalalala. Oh. It's a beauty. Aha, eine Brücke. Wo geht's hier unten lang? Ins Wasser. Gut, da möchte ich aber noch nicht hin. Oh, ich sehe, da unten, da habe ich gerade hier etwas leuchten sehen. Okay, wir gehen aber erstmal über die Brücke. Oh, was ist das denn hier? Oh, sind aber viele draufgegangen. Vielleicht sollte ich denn mir das mal angucken. Oh. Ja, man sollte schon etwas langsamer hier rüber gehen. So ungefähr. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ah, da hinten ist eine Seele oder was auch immer. Ein Menschenbild, yes, sehr gut. Dann haben wir jetzt schon mehrere davon, ne? Und ich hoffe ja inständig, dass auch wirklich diese verloren gegangene Energie durch meine Bildschirmtode, dass die auch wieder zurück aufgefüllt wird, wenn wir Menschlichkeit benutzen. Wo kommst du denn her? Okay, wir gehen einfach mal hinterher. Also vielmehr entgegen. Oh, hallo. Gut, dann müssten wir ja eigentlich hier lang können. Eventuell. So. Aha. Ja, wunderbar. Heimatknochen und Seele eines verlorenen Untoten. Sehr gut. Können wir beides gut gebrauchen. Ja. So. Habe ich doch eben schon in der Ferne Gegner gesehen. Oh ja, da ist er schon. Komm her. Freund, auf dich habe ich gewartet, um meinen Backstab auszuprobieren. Ja, ich glaube, das war er. Die Animation sieht jetzt ein bisschen anders aus. Aber ist trotzdem noch sehr effektiv. So, zwei Stück weniger. Oh, ich komme meinem ersten Levelaufstieg näher. Nachrichten möchte ich jetzt im Moment nicht lesen. Da steht meistens eh nichts wirklich Sinnvolles. Huh. Na, habe ich da gerade einen Pfeil an mir vorbei zischen sehen? So. Gut mit euch jetzt. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Ich habe ihn gesehen. Oh, hier liegt ja auch schön hübsch übereinander. Oh, da ist noch ein Gegner. Na, kannst du mich hier treffen? Nein, das ist gut. Dann komm du mal her. Hua. Hey, daneben. So. Ja, das sind alles irgendwie Hüllen. Und deshalb sollte uns das auch nicht weiter stören, dass wir die einfach hier so niedermetzeln.
Komm her. So. Gut ist jetzt. Und was habe ich da gesehen? Bleib liegen. Eieiei. So, habe ich keinen auch übersehen hier? Nee, sieht nicht so aus. Was ist das? Seele eines verlorenen Untoten. Ah, wunderbar, wunderbar. Langsam füllt sich unser Seelenvorrat. Das kann nur gut sein. So, weiter geht's. Aha, eine Leiter. Und keine schönen Geräusche. Na, gucken wir mal. Uiuiui. Ui, ui, ich muss hier weg. Hör auf! So, gut ist aber jetzt. So, was haben wir denn noch? Ich glaube, ich benutze mal einen Lebensstein. Nein, ich benutze das Estus-Flakon. Nee, ich glaube, ich... Nein, ich nehme einen Lebensstein. Wer weiß, was mich noch alles erwartet. Und das füllt sich echt langsam auf mit dem Lebensstein. Und jetzt habe ich ja im Moment ein bisschen Zeit. So. Oh. Ah, Gegenstand. Ha, und da ist er wieder, der Lebensstein. So, hallo Freund. Bist du gut oder bist du böse? Moment, da war doch eben auch... Da hat doch jemand geschossen. Oder nicht? Hm. Dann habe ich mich getäuscht. Oh, doch, ich habe es gehört. Da hat einer einen Bogen gespannt. Ha, ich wusste es. Haha, du kleiner Assi. So, du machst nichts hier? Ah, mit dem kann man aber auch nicht reden, oder? Nee. Nun gut. Dann lasse ich das doch erstmal. So, wo bin ich? Hier bin ich hochgekommen. Okay, dann gucke ich jetzt mal hier. War doch eine Leiter. Vielleicht komme ich da ja zum... Im besten Fall zum Bogenschützen. Kann ich mich doch noch mal ein bisschen genauer umschauen. So, immer schön das... Aha, aha. Huh. Eieiei, der war noch mit seiner dicken Axt. So, gut jetzt. So. Okay, eieiei, das ist aber auch hier. Wo geht's denn hier lang? Ah, okay, hier geht's auch lang. Alles klar. Gut, gut. Ist ein bisschen... Moment, da muss doch hier... Ja, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal uns den Bogenschützen vorknöpfen. Oh, da ist er ja schon. So. Ah, ein Wurfmesser, wie schön. Wo ist das denn? Abgrund? Oh. Eieieiei. Naja, gut. Ich weiß ja jetzt mittlerweile, wie es geht. Super. Tada. Ja, besser, wenn ich mich jetzt schon mal damit auseinandersetze. Ein Kurzschwert. Das ist super. Und Seele eines verlorenen Untoten. Das Kurzschwert. Das müssten wir uns eigentlich mal ganz kurz angucken. So. Kurzschwert. Oh, 10 in Geschicklichkeit. Das habe ich leider nicht. Naja, nun gut. Dann werde ich das hier mal ausrüsten als Zweitwaffe. Und meine Binoculars, genau. Kann man eigentlich jetzt auch mal direkt ausprobieren, wie das denn so aussieht. Haha. Hallo. Gut, gut. So. Aber das Schild ist mir doch lieber. Und was ist das hier für einer? Ah, Schnitzel. So, weiter geht's. Hui. So, aber wir nehmen doch mal lieber das Kurzschwert. Das ist mir doch lieber. Fühle ich mich sicherer mit. So, hier oben scheint auf jeden Fall nichts mehr zu sein. Dann gehen wir jetzt mal nach unten.
Oh Gott, Gott, ich sehe schon. Wir werden wahrscheinlich uns mal mit diesem großen Brocken da anlegen. Zumindest werde ich versuchen, dieses Objekt neben ihm zu nehmen. Und ich denke mal, spätestens dann, wenn er uns nicht wohlgesonnen ist, wird er uns versuchen, auf die Mütze zu geben. So, habe ich alles andere abgegrast? Was ist denn da hinten noch? Ah, okay, hier ist nichts mehr. Da ist ein Nebel, da gehen wir durch. Ha, ha. Nicht, dass du nachher hier einfach aufstehst und mir hier den Kampf versaust. So. Haben wir alles? Wir haben alles. Okay, habe ich denn noch irgendwie so Wurfgeschosse oder irgendwas, was ich auf Distanz verwenden könnte? Das wäre doch mal nicht schlecht. Ein Wurfmesser zum Beispiel. Okay, das nehmen wir mal. Was haben wir noch? Stärkt vorübergehend Glück. Nee. Ah, nee, auch nicht. Ah, ich glaube, wir probieren es mal so. Okay, auf geht's. Puh, ich bin aufgeregt. Ach so, ich bin immer noch im Menü. Zerbrochenes gerades Schwert, okay. Ich will ihn machen. Ich werde ihn machen. Okay, Freund. Puh, so. Ei, 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 ei. Hui. Okay. Der kann einiges. Okay, du bist The Man. Ich hab's schon verstanden. So, Zeit mal meinen Estus-Flakon einzusetzen. So, wo bist du? Haha, komm her. Okay. Ah, oi, oi, oi. So, komm her, Freund. So. Puh, das hat uns einiges an Energie gekostet, aber was bekommen wir? Ein Heide-Ritterschwert. Na, immerhin. Und jede Menge Seelen. Boah, 4500. I like it. So, das Heide-Ritterschwert, das sollten wir uns auch mal kurz angucken. Vielleicht, obwohl ich glaube nicht, dass wir das tragen können. Achso, die heilige Klerikerglocke. Ja, natürlich können wir die auch nicht nehmen. Aber wenigstens haben wir schon mal was zum Zaubern. Falls ich mich für diesen Weg entscheiden sollte. So, da ist das Ritterschwert. Auch 10 Geschicklichkeit. Ja, ich glaube, das nächste. Ich glaube, in Geschicklichkeit werde ich mal investieren. Ich will nämlich wissen, was die Waffen denn so drauf haben. So, auf geht's. Durch den Nebel. Stockefinster hier. Hallo, okay, gut, dass ich dich schon mal gesehen habe. Daneben, mein Freund. So, wer bist du? Ah, da ist doch bestimmt auch einer drin. Oh, einer! Einer wäre schön gewesen, hä? So, blind. Ah, Junge, 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 Junge. So, nehmen wir noch mal einen Lebensstein. Besser ist das. So, was ist das denn? Hüllen-Infanteriestiefel. Na, die werden wahrscheinlich nicht besser sein als meine.
So, nee, falls mal das schnelle Heilen benötigt wird. So, dann dürfte doch jetzt hier nichts mehr drin sein, oder? Nein. So, ist denn hier gar nichts? Aha. Oh, Holzbolzen. Super. Jetzt fehlt mir nur noch die Armbrust. So, wie sieht die... Ja, was bist du denn für einer? Mann, oh Mann. Ich dachte, der steht da so und wartet auf mich. Dann steht er auf einmal vor mir. Junge, 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 Junge. So, was ist denn hier los? Da schießt doch wieder einer. Ah, nee, ich nehm noch mal lieber einen Lebensstein, ja? Es tut mir sehr leid, aber ich will da auf Nummer sicher gehen. Bah, bah. So, kommt ihr erstmal hin und werft mal eure Bomben. Ja, kommt. Oh, okay. Mein Breitschwert ist in Gefahr. Das soll natürlich nicht so sein. Deshalb werde ich mal gucken, was das andere kann. Eieiei, nicht viel. Aber okay, das muss jetzt halt sein. Dafür metzelt es ganz gut, ne? Bist du? Das gibt's ja wohl nicht. Oh! Ui! Ui, ui, ui! Hat der ein dickes Schwert? Tut mir leid, das muss ich nehmen. Das ist aber gut mit dir. Junge, Junge, Junge. Ihr seid auch hartnäckig. Okay, Leiter. Eine Leiter ist schon mal nicht verkehrt. Aber ich werde mir erstmal hier hinten die Örtlichkeiten anschauen. Oh Gott, oh Gott. Naja, komm her. Oh, ich liebe es, dass sie so behäbig sind. So, Höhleninfanteriehelm. Nehmen wir auch. Und was haben wir hier? Ein Faustschild. Auch nicht verkehrt. Okay, hier können wir anscheinend noch nicht lang. Nee, drüber springen möchte ich jetzt auch nicht versuchen. Sind ja noch genug Wege da. So, hoch geht's. So, wo sind wir denn hier? Das sieht ja hübsch aus. Ah, sieht auch nicht aus, als würde hier irgendwo ein Gegner lauern. Okay. Ja, Schnitzel, Schnitzel. So, jetzt aber. Naja, komm her. Nein, nein, lass stecken. Lass stecken. Mein Gott, hoffentlich kommt bald wieder ein Lagerfeuer, wo meine Waffe wieder ein bisschen repariert wird. So, was haben wir hier? Zauberurne. Ah, super. Ich glaube, das ist sowas wie eine Feuerbombe, nur mit Magie. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Oder? Geht's hier noch irgendwo lang? Hallo? Ja, hier geht es sicherlich noch irgendwo lang, aber ob ich da jetzt hin möchte. Heieiei. Naja, ich schaue mir jetzt erstmal an, was hier hinter der Tür sich verbirgt.
Oh, wie schön. Entschuldigt meine verzögerte Reaktion, aber ich hatte gerade mal auf die Uhr geschaut. Und ein Leuchtfeuer ist doch super. Und was ist das? Ach, Gott sei Dank. Ein Gutgesinnter. So, entzünden wir erstmal das Leuchtfeuer, Gott sei Dank. So, und auf jeden Fall müssen wir auch wieder nach Majula reisen, da wir jetzt die Schnellreisefunktion ja hier aktiviert haben. Denn die 5120 Seelen würde ich super gerne investieren. So, sprechen wir mal. Oh, vielleicht. Oh, come now, help an old woman and buy something. Oh, ziemlich knochige Finger. Hihihi. Ja, sehr vertrauensweckend. Ja gut, gucken wir erstmal, was er hat. So, ein gerades Schwert, das brauchen wir nicht. Eine Axt, ne? Oh nee. Ein Knüppel würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen und Stulpen. Sollen wir ein bisschen zum Boxer werden? Nein, ich glaube nicht. So, was gibt's denn noch hier? Ah, okay, Rüstungen. Ein Wanderhändlerhut. Wanderhändlermantel, Wanderhändlerhandschuhe und Stiefel. Können jetzt aber auch nicht so wirklich viel. Okay, was haben wir denn? Ein von Händlern aus Lanafia getragener Hut. Die Farben Blau steht dort für Wissen. Das Tragen verbessert das Finden von Objekten. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ich glaube, das sollten wir eventuell mal machen. Den kaufe ich mir jetzt. So. Haben die auch diesen Effekt? Nein. Und die anderen? Auch nicht. Und die Hosen auch nicht. Ja, gut, sehr gut. Das erspart mir weiteres Kaufen. Oh, was ist denn das da hinten für ein Schlüssel? Lenigrasts Schlüssel öffnet Schmied Lenigrasts Laden in Majula. Ja, sehr gut. Wunderbar. Das ist ja schön, dass das jetzt hier so schnell kommt. Was ist das? Pharos Wahrheitsverkürt. Aktiviert Pharos Apparat. Gut, habe ich noch nicht gefunden. Werden wir uns aber bestimmt auch noch kaufen müssen. Wurfmesser. Wir sollten eigentlich ein paar Wurfmesser mal immer in der Hinterhand haben, um so dicken Gegnern einen abgeben zu können hier. Ein bisschen aus der Entfernung zusetzen. Zauberurne. Ja, genau. Explodiert und richtet Magieschaden an. Naja, gut. Noch haben wir ein paar Sachen. Ich glaube, das reicht dann auch. Und Zauber verkauft die gute. Seelenpfeil und Wunder. Okay, das reicht aber erstmal. So, was hast du uns zu sagen? Ah, hallo, Melencia. Oh, we get as strangers these days. Everybody's pulling run off. Drang Lake's been a pile of rubble since the war fought long, long ago. And the giants crossed the sea. Oh, die Giganten, die Giants. Seemed like the battles would never end. Poor folk like myself have nary a place to sleep. That's why I keep all my things right with me. Oh ja, ganz schön schwer wahrscheinlich. You may travel light, but methinks you bear a burden of your own. Ja, da mag sie recht haben. They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But you know what they also say? Don't believe what an old hag says. Ja, wenn man sich die Verästelung da anschaut, das sieht schon ein bisschen so handähnlich aus. It's high time that I pick up a move. Okay. I've a bargain for you. Next time we meet, my love. Ach, da freue ich mich schon drauf. Oh, einmal noch? Ne, okay, gut. Super. Vielen Dank, Medjula. Du hast mir sehr geholfen.
So, wunderbar. Also, ich würde sagen, hier beende ich diesen Part und wir sehen uns das nächste Mal in Medjula wieder und da werden wir dann erstmal aufleveln. Also bis dann, Leute. Euer Smurlock. Bye, bye.